C, yeah! Ich brauch einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja! Herzlich willkommen bei Plan C. Heute wieder ein kleiner Podcast und zwar diesmal aus dem LKW. Kurz die Vorgeschichte dazu. Ich stehe jetzt hier seit 15 Stunden und warte auf meinen Kran. Ich habe keine Ahnung, was hier wieder irgendwie schiefgelaufen ist oder so. Also ich habe die Nacht hier übernachtet. Ich stehe jetzt schon seit 15 Stunden. Hatte heute Morgen schon mal eine Morgentoilette hier. In der Nähe kann man duschen und so. Das ging eigentlich ganz gut, Gott sei Dank. Aber ich kann jetzt noch mal 2 Stunden warten und dann ist erst der Kran da und dann geht's erst los. Ja, also heute geht's um, wenn ich einmal die Weltherrschaft habe. Und früher oder später wird's so kommen, ich sag's euch. Was mache ich da überhaupt? Also erstens würde ich natürlich unglaublich, also so als König ist es eigentlich zu wenig, Kaiser, als Kaiser von Deutschland, was würde ich da tun? Also mindestens Kaiser. Was gibt es da noch? Oder gibt es da noch was Größeres? Keine Ahnung. Nee, Kaiser reicht eigentlich, oder? Nein, also auf jeden Fall, ich meine, ich hätte ja alles Geld der Welt, oder? Also, ne? Also ich würde mich natürlich nicht wählen lassen, weil dann könnte er mich ja abwählen. Das wäre natürlich Quatsch. Nein, ich wäre als Kaiser, wirst du ja auch nicht gewählt. Da bist du einfach. Ne? Das ist auch gut so, oder? Das ist eigentlich das, was sich viele Politiker wünschen, aber nie erreichen. Nee, was würde ich da ändern? Also als erstes muss ich erstmal so Umgang mit dem Ausland. Ich erkläre euch das mal kurz. Also nehmen wir mal an, Putin kommt zum Beispiel mit nacktem Oberkörper auf seinen Bären angeritten und will bei mir eine Konferenz über Abrüstung. Und dann lade ich ihn ein und er kommt dann angeritten und reitet so über diesen langen, gekiesten Weg so auf dieses monumentale Bauwerk zu. Das müsste natürlich irgendwie mindestens so ein Superschurkenteil sein. Also irgendwie so ein nicht ganz erloschener Vulkan, halb unter Wasser mit Laserhaien und sowas alles, ne? So Foltersachen. Überall würden Leute rumstehen mit irgendwelchen Schreibbrettern, die irgendwas schreiben oder an Tasten rumdrücken in weißen Klamotten, die da eigentlich gar keine Ahnung von haben. Aber das tut nichts zur Sache. Es geht nur um Psychologie. Und da würde er mit seinen Bären erstmal so an den Atomraketenabwehrsystemen vorbeilaufen und dann natürlich auch an den Atomraketenbunkern und so weiter. Einfach nur so, das geht nur um Psychologie, Leute. Der muss so eingeschüchtert sein auf seinen scheiß Bären. So, und wenn er dann reinkommt in die große Halle, steht da Chuck Norris, der zieht erstmal seinen Bären an den Ohren und sagt, du kommst jetzt erstmal hierher, wir gehen jetzt erstmal in die Küche und dann gebe ich dir was zu fressen und da kriegt er dann irgendwelche Arschlöcher verbraten, keine Ahnung, es gibt ja noch irgendwen, ne, irgendwelche rechten Aluhüte oder Flachwäldler, die werden dann halt verfüttert. Dann kommt Putin rein und geht so einen langen Gang. Ich sitze dann da so am Kamin, natürlich am Mega-Kamin, da müssen ganze Baumstämme drinnen liegen, Mammutbäume, und dann sitze ich da so mit so einer weißen Katze. Hallo Putin. Und wenn er dann reinkommt und setzt sich da hin, dann muss er schon, dann sind da so große Regale an der Wand. Da sind dann so Sachen drauf wie die Bundeslade oder das Turiner Grabtuch oder irgendwelche Sachen, verstehst du? So ein ausgestopfter Papst hängt dann da und jede Menge Politiker ausgestopft, die halt, ne, so im Weg waren. So, da hängt dann so Viktor Orban oder keine Ahnung, irgendwelche. Ihr wisst schon, was ich meine. Und allein dieses Ding, der muss wirklich reinkommen und muss sich da wie so ein eingeschüchtertes Schulkind hinsetzen. Und wenn ich ihn dann frage, ja Putin, was ist jetzt hier mit Abrüstung? Dann sagt er, nein, natürlich, natürlich. Das wäre doch so geil, ey. Nee, ehrlich, jetzt mal ganz ernsthaft. Also wenn ich jetzt an der Macht, ihr müsst mich wählen. Ihr müsst mich auf alle Fälle wählen. Ihr wisst, wo ihr das nächste Mal euer Kreuz zu setzen habt, Freunde. Wenn ich, also das Erste, was ich machen würde, Marihuana wird legalisiert. Und zwar wird jeder Lehrer, jeder Hochschullehrer und jede Hochschule wird darauf angewiesen, dass mindestens so und so viel Kilo Marihuana am Tag weggeraucht werden müssen. Ja, und die Leute in der Verwaltung auch. Gerade so hier Straßenverkehrsamt oder so, das muss da nur blauen Dunst geben. Die müssen alle nur Reggae-Musik hören und müssen voll locker drauf sein. Und wenn du reinkommst, dann muss das so gehen. Und wo ein Auto sind, das ist ein Auto. Klar, ey, kein Problem, Mann. So muss das gehen, verstehst du? Und jeder Bauer wird angewiesen, Marihuana anzubauen. Das ist das allererste, was ich. Und dann auch Fernsehprogramm zum Beispiel. Es wird unter Strafe gestellt, so ein Scheiß wie Dschungelcamp anzugucken. Das wird unter Strafe gestellt, unter Todesstrafe. Und auch die ganzen Prominenten, die da jemals drin waren, werden niemals wieder erwähnt. Deren Namen wird niemals wieder laut ausgesprochen.
Und wehe, es kommt mir einer an, ja, da war doch Dschungelkönig. Nee, das würde ich sofort, ehrlich. Also am deutschen Fernsehprogramm würde ich wirklich viel ändern. Ich finde auch, es müsste wieder so, jetzt mal ganz ernsthaft, sowas wie Bilder zum Beispiel aus Amerika geben. Einfach Sendungen, die wirklich, das müsste jetzt nicht nur Bilder aus Amerika sein, das müssten Bilder aus England sein, das müsste, jede Woche kommt irgendwie ein anderes Land oder nach einer gewissen Zeit halt, wenn das abgehandelt ist, das Land, kommt dann ein anderes Land. Das könnten Bilder aus Italien sein, wo man dann sieht halt, wie Abgeordnete wöchentlich da verhaftet werden oder so und wie das ist mit der Mafia und wie das ist mit dies, mit Korruption und so weiter. Das könnten Bilder aus Amerika sein, wo man sieht, was macht ein Trump eigentlich jetzt, wie ist der eigentlich so weit gekommen und was hat der alles wirklich fabriziert und hast du nicht gesehen und was hat der für eine Scheiße gebaut? Und Bilder aus England, wie ist das damit mit Corona, wie ist das mit Boris Johnson und so weiter, wie ist das nach dem Brexit und wie konnte es eigentlich um Gottes Willen sein, dass so viele Engländer dafür gestimmt haben und so weiter und so weiter, dass man einfach so eine Kultur erschafft, dass man den jungen Leuten einfach sagt, guck mal, es ist nicht alles so, wie YouTube euch ja sagt oder wie irgendwelche Idioten Facebook euch sagt, sondern guckt euch das an, so ist es jetzt wirklich zur Zeit da und da und da und da, so sieht es wirklich aus und nicht aus dritter Hand von der Bild-Zeitung. Ich würde so viel machen. Ich würde auch dieses ganze Bildungsfernsehen, das fehlt mir unheimlich. Sei es, wie gesagt, so Bilder aus einem. Oder zum Beispiel auch ganz, ganz einfach. Es gibt so eine Sendung Kesslers Expedition. Da reist er so mit dem Fahrrad umher. Habe ich nicht viel gesehen. Fand ich aber dieses wenige, was ich gesehen habe, richtig geil. Ich finde, der Mann müsste, weiß ich nicht, mindestens 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr müsste der mit seinem Fahrrad nur unterwegs sein und dann immer ganz einfache Leute interviewen. Deutschlandweit ganz einfache Leute aus den verschiedensten Ecken. Nicht irgendwelche Bürgermeister, nicht irgendwelche Prominenten, nicht irgendwelche, hast du nicht gesehen, C-Promis, die mal im Dschungelcamp waren, interessiert keine Sau. Nein, ganz normale, ganz stinknormale Bäcker, Fleischer, Maurer, hast du nicht gesehen. Das würde mich interessieren. Und es wird so viele Sachen geben, ey. Das ist zum Beispiel diese Managergehälter würde ich einfrieren. Die würde ich komplett einfrieren und würde sagen, pass auf, Freunde, egal ob bei der Deutschen Bahn oder bei Mercedes oder sonst wo, wenn ihr Scheiße baut, dann kriegt ihr auch nur Scheiße. So einfach ist das. So, ihr müsst arbeiten wie jeder normale Mensch auch. Wenn ich Scheiße baue, verdiene ich auch kein Geld. So, ganz einfach. Und das heißt, wenn ihr irgendwelche Firmen in den Sand setzt, dann könnt ihr nicht ankommen und danach noch irgendwelche Manager-Bonis die Hand aufhalten. Gibt's nicht. Gibt's eine Backpfeife für. Oh, das wäre so viel, so unglaublich viel, was da so. Und ich würde mich echt auf meinen Superschurkenheim freuen, ne? Auf die Laserhaie oder Raptoren. Raptoren mit Lasern auf dem Kopf, die so durchs Bild laufen. Ja, ich bräuchte natürlich auch jede Menge Angestellte. Ne? Wie gesagt, immer Leute, die irgendwelche Klemmbretter in der Hand haben oder an irgendwelchen Schaltschränken rumspielen, sich unterhalten oder in irgendwelchen unverständlichen Sprachen, die das ja natürlich selber nicht verstehen. Ab und zu wird mal so eine Rakete gestartet, aus so einem Berg, der sich hochklappt, kommt da so eine Rakete raus oder Phantomas geht durchs Bild. Morgen. Das wäre so geil. Nee. Ich würde wirklich viel ändern. Ich würde echt viel ändern. Ich würde auch zum Beispiel Landwirtschaft oder so, würde ich sagen, diese ganzen Monokulturen, das müsste abgeschafft werden. Es müsste wirklich wieder so da in die Richtung gehen, dass jeder Bauer wirklich die Vielfältigkeit richtig zelebriert, sage ich mal. Dass man die Vielfältigkeit überall kultiviert. Nicht nur in der Landwirtschaft, auch in der Politik und in der Kultur. Und hast du nicht gesehen, weil Deutschland ist ein vielfältiges Land. Das ist halt so. Und die Welt ist vielfältig. Die Welt ist bunt. Und ich finde das immer so grauenhaft, wenn so Bauern sich nur, um irgendwelche Fördergelder von der EU zu kriegen, nur Milchkühe oder nur dies oder nur das oder nur dieses eine wird dann drauf hingearbeitet. Weil da geht es dann eigentlich nicht mehr um die Landwirtschaftlichkeit selber, sondern eigentlich nur noch um das, was kriege ich jetzt dafür vom Staat. Was anderes ist es doch nicht. Und dann kommen solche Sachen raus, wie dass du Milch billiger als Leitungswasser kaufen kannst bei Aldi oder so. Jetzt mal überspitzt gesagt. Und die Leute daran einfach kaputt gehen. Oder dass, wenn irgendwelche, so wie jetzt in der Corona-Zeit, wenn irgendwelche Erntehelfer fehlen, dann auf einmal nichts mehr geht, weil sie nur noch dieses eine Ding angebaut haben. Und ihren ganzen Betrieb darauf ausgerichtet haben. Das ist scheiße sowas. Das dürfte es nicht geben. Ja, und genauso, wie gesagt, wäre es in der Fernsehwirtschaft Vielfältigkeit und auch mit diesen ganzen, ich würde auch die Deutsche Bahn wieder hochrüsten. Wenn ich mir das zum Beispiel angucke, fällt mir gerade so ein, was die Deutsche Bahn sich runtergewirtschaftet hat. Ich meine, wir fahren ja viel,
jetzt nicht unbedingt direkt für die Deutsche Bahn, aber für Firmen, die halt für die Deutsche Bahn arbeiten und da Waggons überholen und so weiter. Und es ist Wahnsinn, was da an Schienen abgebaut wurde. Wenn ich mir überlege, dass du, ganz ehrlich, man merkt es doch schon als Urbexer, wenn du irgendwas Lost Place-mäßiges suchst, dann halte dich an die Bahngelände. Da findest du immer was. Das sagt eigentlich schon alles aus. Es wird alles kaputt und es ist alles zugrunde gerichtet über Jahrzehnte von Fehlentscheidungen. Und die Bahnmanager haben sich diese ganzen Jahrzehnte lang immer schön die Bonis ausgezahlt. Da würde ich sowas von reingrätschen. Die wüssten gar nicht, wo es herkommt. Ganz ehrlich. Also genauso wie VW. Die ganze Autoindustrie. Es werden nur noch Autos gebaut mit, was weiß ich, irgendeiner Begrenzung. Dass du sagst, die Dinger fahren, keine Ahnung, 150, 160 von mir aus, es ist egal. Und die verbrauchen nur noch höchstens 4, 4,5 von mir aus, wenn es gar nicht anders geht, 5 Liter. Aber normalerweise, sage ich euch ganz ehrlich, wie lange kennen wir schon das 3-Liter-Auto? Die können mit Sicherheit heute Autos bauen, die so um die, keine Ahnung, 100 PS haben. Das reicht dicke, das reicht mehr als dicke. Und 4 Liter verbrauchen oder 4,5 von mir aus, das ist kein Problem. Mit Sicherheit nicht. Es wird halt einfach nicht gemacht, weil es immer wieder Idioten gibt, die meinen, sie müssten mit ihren Wandschränken durch die Gegend kurven und keine Ahnung. Es kotzt mich manchmal so an, wenn ich das sehe, was hier... Ich brauche hier nur aus dem Auto rauszugucken, was hier für Autos stehen. Auch jetzt in der Corona-Zeit, wie viele Leute wurden jetzt einfach sitzen gelassen? Und es ist doch nicht so, dass wir ein armes Land sind. Wir haben für jeden Scheiß haben wir Geld. Für jeden Scheiß. Es ist kompletter Wahnsinn. Wenn ich mir alleine, jetzt mal ganz ernsthaft, ich bin kein großer Fan von der Bundeswehr. Das Einzige, was meine Bundeswehrzeit mir gebracht hat, ist, dass ich die Wunder von bewusstseinserweiternden Drogen kennengelernt habe. Wir haben in der Zeit gekifft wie die Kaputten. Ne? Aber das ist das Einzige, was mir die Bundeswehr gebracht hat. Aber wir haben die Bundeswehr nun mal und sie ist auch irgendwo nötig, weil wir nun mal in der Welt leben, in der wir leben. Aber die dann so hängen zu lassen, ey Leute, ehrlich, also das kotzt mich an. Man muss doch, wenn man schon sowas macht, dann muss man doch man kann doch die Soldaten da nicht hängen lassen. Das ist das Allerletzte, ganz ehrlich. Auch diese ganzen, nicht nur die Soldaten, auch Spezialeinheiten, auch die Polizei. Die Leute, die in vorderster Front an irgendwelchen Massenaufdingern, und hast du nicht gesehen, wo sie den Reichstag da hingerannt sind mit ihren Fahnen, und hast du nicht gesehen, diese Aluhutträger, die Vollpfosten. Da waren 3 Polizisten da, wie kann sowas sein? Wie kann sowas sein in Deutschland? Das kann ich mal. Ich meine, ich bin der Allerletzte, der irgendwo nach einem Polizeistaat ruft oder sagt, wir brauchen mehr Gesetze und wir brauchen mehr Polizisten. Wir brauchen nichts von beiden. Aber wir müssen das, was wir haben, wirklich dann auch so einsetzen, dass es Sinn macht. Dass man wirklich sagen kann, unsere Soldaten sind jetzt da und die haben die Aufgabe, irgendwelche Taliban-Stellungen auszuspionieren oder Bomben zu suchen oder ABC-Waffen auszuschalten. Und das können sie auch. Das können sie richtig gut. Dafür sind sie in der Welt bekannt. Und das machen sie jetzt auch, weil sie nämlich unterstützt werden, weil sie Sachen kriegen, die auch wirklich funktionieren. Und nicht ein G, hast du nicht gesehen, dass das um die Kurve schießt für zig Millionen oder irgendwelche anderen Sachen, die nur Schrott sind. Da könnte ich durchdrehen mal sowas, ganz ehrlich. Die Leute halten dafür uns ihren Arsch hin. Und was kriegen sie dafür? Nichts, gar nichts. Nicht mal ein Dankeschön kriegen die Leute dafür. Da würde ich richtig reingrätschen, ne? Ehrlich. Das kotzt mich so an. Und auch dieses Ganze, dass alles jederzeit überall verfügbar sein muss, das haben wir gerade jetzt wieder in der Corona-Krise gesehen, da würde ich auch voll reingrätschen. Ne? Von wegen hier, du kannst überall hingehen und wir brauchen 20 Supermärkte im Dings, nur damit Karl Knapp sich seine Gurken da aus 10 verschiedenen Regalen zusammensuchen kann. Ne? Der kriegt eine Backpfeife, dass die Prothese erstmal durch die Gegend jaucht. Das ist ehrlich, ey. Okay. Gut, jetzt. Ruhig, Bruder. Das ist schwer. Das ist echt manchmal schwer. Ne? Wenn man sich da so reinsteigert und überlegt sich, was alles so abgeht. Das Schlimmste, über das ich mich immer aufrege, ist, dass es oft so ganz kleine Rädchen sind, an die man drehen müsste und keiner macht's. Es macht einfach keiner. Seit Jahrzehnten, ich weiß noch, als ich bei der Bundeswehr war, war schon so, dass sie gesagt haben, ey, von so und so viel Panzern sind so und so viel kaputt, so und so viel Nachschubwege sind so und so viel und dies und das und jenes. Wo geht das Geld? Wie sollen wir damit, das kann nicht mehr funktionieren. Und heute haben wir mittlerweile eine Berufsarmee, wenn man so will, also keine Freiwilligenarmee mehr. Und
da habe ich damals eigentlich gedacht, okay, die machen jetzt die Freiwilligenarmee weg. Ja, okay, sehe ich ein, weil es bringt einfach nichts, Leute dazu zu zwingen, die es nicht wollen. Das habe ich damals schon mal gemerkt. Aber sie machen jetzt eine, ja, wie so eine Art Berufsarmee, die aber wirklich so, wo du sagst, da sind Leute drin, die das wirklich wollen, die das auf den Faustdick hinter den Ohren haben, so alles so, hier, Fremdenlegionäre, Einzelkämpfer hast du nicht gesehen, One-Man's Fighter, alles nur so Chuck Norris, Bruce Lee-Typen, die da richtig durchziehen, verstehst du? Und was kommt am Ende bei raus? Nichts. Da haben sie dann vielleicht sogar schon solche Leute und die werden nicht ein bisschen unterstützt. Da wird der TÜV nach Kabul geschickt. Das muss man sich mal überlegen. Da kann man gar nichts mehr zu sagen. Und ich finde, es müsste auch für Politiker so eine Watschemaschine geben. Kennt ihr das? So ein Ding, was man so klatsch, klatsch, mit so einem Holzarm hier, paff, paff. Und die müssten dann einmal dran vorbeigeführt werden. Ich glaube, Merkel hätte schon so ein Gesicht, ne? Ich meine, im Grunde ist es wirklich ein trauriges Thema. Man darf sich gar nicht so sehr damit beschäftigen, was alles schief läuft, weil du kommst da gar nicht mehr raus. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja nur so ein Kratzen an der Oberfläche, wenn ich mir überlege, allein was in der ganzen Corona-Zeit jetzt schiefgelaufen ist. Das kriegt man gar nicht alles so zusammen. Da müsste ich mir vorher stundenlang irgendwelche Notizen machen, um überhaupt erstmal in die Richtung zu kommen, sozusagen. Jetzt haben wir so ein bisschen was abgedeckt. Ehrlich, es gibt so viele Sachen in Deutschland. Wir brauchen diese Watschemaschine. Ne? Wir brauchen diese Watschemaschine und da müsste so ein richtig dicker Sandhandschuh dran hängen. Die müssten jedes Mal gleich die Gebissprothesen durch die Gegend flattern. Ey. Oh. Man darf gar nicht anfangen, sich darüber aufzuregen. Aber gut, das wollte ich nur mal sagen. Also das würde ich auf jeden Fall ändern. Und bestimmt noch tausend andere Sachen. Was würdet ihr so ändern? Stellt euch vor, ihr seid jetzt hier so Kaiser von Deutschland oder König von Deutschland, egal. Und hättet wirklich die Allmacht. Was würdet ihr ändern? So in Bezug auf dies oder das oder jenes oder... Oder wo würdet ihr da reingrätschen und würdet sagen, also da müssen wir auf jeden Fall was tun. Und da müssen wir, zum Beispiel würde ich jetzt auch mit dieser Werbung, es geht mir so auf den Keks, diese Dreckswerbung. 24 Stunden am Tag wirst du, egal wo du bist, mit Werbung überflutet. Du kannst kein Fernsehen mehr anschalten ohne Werbung, du kannst kein Radio mehr hören, du kannst kein Internet mehr gucken, du kannst YouTube nicht anmachen, ohne 100.000 Mal die gleiche Werbung zu kriegen. Das kotzt mich so an, das würde ich komplett ausschalten. Ich würde sagen, wenn ihr was verkauft, macht es gut, dann setzt es sich auch durch. Eure Werbung könnt ihr euch in den Hintern schieben. Ganz einfach. Ja, das soll ich jetzt. Mir fallen jetzt bestimmt noch 50.000 andere Sachen an, aber meine Batterie ist gleich alle. Das soll es eigentlich jetzt schon auch gewesen sein, weil sonst, ich glaube, ich könnte hier jetzt noch 3 Stunden sitzen und mich irgendwelche Scheiß aufregen. Ach, das ist wirklich. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen und irgendwann werden wir die Weltherrschaft an uns reißen und werden alles zum Guten ändern, Freunde. Ich vertraue auf euch. Wählt mich. Man sieht sich.